Hautnah wird Ihnen präsentiert von Pure. Trainiere wie ein Riese. Und D&S Automobile, Ihrem Land Rover Vertragspartner in Ludwigsburg-Asberg. Und Distelhäuser, immer eine frische Idee. Derby-Time in Ludwigsburg und damit hallo und herzlich willkommen zu Hautnah. Ja, in der Ludwigsburger MAP-Arena ging es vergangenen Samstag gegen Tübingen und kommenden Samstag schon gegen den Spitzenreiter Ratiopharm Ulm, bevor dann schon der letzte Spieltag ansteht in der Hauptstadt bei Alba Berlin. Ja, und bis zu diesem letzten Spieltag geht es für die Ludwigsburger MAP-Riesen darum, diesen achten Platz zu halten, der eben für die Playoffs berechtigt. Und da war ein Sieg am vergangenen Samstag gegen Tübingen natürlich Pflicht. Das erste Duell gab es schon vor dem Spiel. Riesenteammanager Luke Wantrosch forderte den Ex-Riesen und aktuellen Tigerspieler Alvaro Munoz mit diesem Wurf raus. Da staunte auch Maskottchen Lurchi nicht schlecht, der seinen Fanshot beim Derby dieses Mal nicht verwandeln konnte, aber wohl bereit ist für ein Shootout gegen Wantrosch. Man darf gespannt sein. Ansonsten sahen die 4.234 Basketballfans ein sehr physisches Derby, bei dem die Riesen trotz der vielen verletzten Leistungsträger eine starke Mannschaftsleistung zeigten. Angefeuert vom gelben Block überzeugte vor allem Johannes Thiemann mit 16 Punkten und 7 Rebounds. Aber auch DJ Kennedy zeigte mit 15 Punkten ein starkes Spiel, genauso wie die Jungs aus der zweiten Reihe. Zwei Spieltage vor Ende der regulären Spielzeit gehen die Riesen auf dem Zahnfleisch. So ein Derby-Sieg schmeckt aber trotzdem richtig gut. Ja, David McRae, Derby-Siege sind immer wichtig. Man muss nicht immer schön spielen, oder? Jetzt zählen in der Phase die Siege. Ja, wir kämpfen um unsere Playoff-Chancen. Ja, also da ist nicht schön spielen angesagt, da geht es harte Arbeit zu leisten, einfach irgendwie Spiele zu gewinnen. Und heute, muss man sagen, haben wir gut knallhart verteidigt, 65 Punkte zugelassen und echt ein gutes Spiel gemacht. Ja. Drei Leistungsträger sitzen draußen, jeder muss rein und muss auch Leistung bringen, die sonst vielleicht ein bisschen weniger Spielzeit bekommen haben, aber es geht schon an die Substanz gerade, oder? Ja klar, also uns fehlen drei wichtige Spieler. Ja. Und wir haben eine lange Saison hinter uns, ich glaube, keine deutsche Mannschaft hat mehr Spiele gemacht als wir aus der Bamberg. Also von daher, wir sind im immenses Pensum gegangen die ganze Saison und ich kann einfach nur ein Kompliment an jeden Einzelnen der Mannschaft machen, wie die jetzt noch durchpowern und einfach alles für die Mannschaft geben, muss man wirklich ein Kompliment machen. Die Zuschauer haben wahrscheinlich auch einen Teil dazu beigetragen. Nächsten Samstag gleich wieder das nächste Derby. Ja, gegen Ulm, man hat nichts zu verlieren, oder? Hey, wir spielen jedes Spiel, um zu gewinnen. Ja, natürlich ist Ulm eine gute Mannschaft, aber wir haben dieses Jahr hier schon mal geschlagen. Aber wir müssen einfach rausgehen, nochmal jetzt alle Kräfte sammeln über die Woche und dann rausgehen und Gas geben und dann gucken wir mal, was passiert. Schon nicht nur ein Derby-Sieg, sondern wenn man auf die Tabelle schaut und die Playoffs, ein richtig, richtig wichtiger Sieg. Es muss nicht immer schöner Basketball sein, es muss effektiv und erfolgreicher Basketball sein, oder? Ja, es war manchmal hübsch, aber nicht immer. Es war ein bisschen Blut auf dem Feld und wir haben gekämpft. Leider war es unser Blut und wir haben Big Shots getroffen. David McRae, Cliff Hammonds, Big Dunk von Martin Bräunig und viele Quality-Minuten von Martin Bräunig, der leider am Ende des Spiels seine Nase gebrochen hat. Aber ich bin sehr stolz von unserer Intensität und dass wir auf der Wettbewerb und die Verteidigung konzentriert haben und nicht auf andere Dinge. Drei Leistungsträger fehlen weiterhin. Jeder muss für den anderen kämpfen. Außer Matteo hat auch jeder getroffen, auch mehr als einen Korb getroffen. Das macht den Trainer dann auch stolz, oder? Weil eine Reaktion da ist. Natürlich, ja. Viele haben Verantwortung übernommen. Ich habe David McRae genannt, aber auch Brad Lösing und Johannes Thiemann vor allem mit einem Dreier und in der zweiten Halbzeit mit drei Fouls eine super Leistung. Aber grundsätzlich, jetzt sieht es gut aus in Sachen Playoffs, oder? Also wenn wir clinchen möchten, dann müssen wir noch einen gewinnen. Aber wenn Gießen noch ein Spiel verliert, dann sind wir drin.
Ja, und egal, ob es jetzt am Ende der Saison was wird mit dem Playoff-Platz oder nicht, die Saison 2016-2017 war doch, denke ich, aus Ludwigsburger Sicht eine recht erfolgreiche. Mit dem Erreichen des Top 4 in Berlin und dem Viertelfinale in der Champions League, damit hatte man doch vor der Saison nicht unbedingt rechnen können. Und deswegen lohnt es sich vielleicht auch nochmal ein Souvenir von der Saison zu ergattern. Und da hat man zurzeit bei euch im Fanshop die richtig gute Möglichkeit. Marcel, alle Artikel von Macron gibt es zurzeit ja, reduziert. 30% auf alles außer Tiernahrung, ist nach dem Motto, oder? Also 30% alles von Macron, Heimtrikot, Auswärtstrikot, Champions League Trikots, alle T-Shirts, auf alles 30% hier im Fanshop oder auch in Aschberg beim AR Sport, Bahnhofstraße 30. Einfach vorbeikommen, wir haben noch einiges auf Lager. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Artikel und die Saison geht auch noch ein bisschen. Das heißt, bis der letzte Ball im Korb ist, gibt es die Aktion, oder? Bis zum Ende der Saison, hoffentlich mit Playoffs. Auch während den Playoffs gibt es die Aktion. Einfach vorbeikommen. Genau. Vielen Dank, Marcel. Wir hoffen natürlich, dass es in die Playoffs geht, weil dann gibt es bestimmt hier im Fanshop auch wieder Playoff-Artikel. Wir werden auf jeden Fall gespannt sein. Vielen Dank euch und vor allem gute Geschäfte natürlich. Wir machen jetzt auch kurz ein bisschen Werbung. Wir müssen ja auch Geld verdienen. Dann sind wir wieder zurück bei Hautnah. Dranbleiben lohnt sich. Unterstützen Sie die MHP Riesen Ludwigsburg. Basketball der Spitzenklasse am 29. April um 20.30 Uhr in der MHP Arena Ludwigsburg. Herzlich willkommen zurück bei Hautnah. Ja, und auch in dieser Woche konnten die Fans der Ludwigsburger MHP-Riesen wieder ihre Fragen loswerden über Instagram und über Facebook an die Ludwigsburger MHP-Riesen. Ja, und diesmal gingen die Fragen an Brett Lösing und auch diesmal haben wir wieder über die Schulter geschaut. Erste Frage kommt vom David Morato und der fragt, was würdest du persönlich an deinem Spiel verbessern wollen und worin siehst du deine Stärken? Ja. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt viele, dass ich kann mich verbessern. Aber ich würde sagen, ein Ding ist, ich glaube, Verteidigung ist immer wichtig. Und man kann immer mit Verteidigung verbessern. Ich kann stärker werden und ja, weniger Fouls auch wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das kann ich besser machen. Und ich glaube, ich hoffe, ich mag viele Dinge okay oder gut genug, aber ich finde, als Spielmacher organisieren und passen und ein quasi Coach auf dem Feld ist ein Ding, das ich bringe zu dem Spielfeld. Es gibt ein bisschen Geschick dahinter, aber als Kind, ich war immer, ich wollte mein eigenes Nummer haben, also nicht 23 wie Michael Jordan. Ich wollte ein Brett Lösing-Nummer haben und was zu verdienen, weißt du. Und dann kommt, und dies war vor Kevin Durant, muss ich sagen. Kevin Durant ist noch nicht da, also es gab kein 35. Und es war immer zufällig, meine Nummer. Ich habe gesagt, gib mir einfach ein Trikot und wir schauen, was das Nummer ist. Und einmal war ich ja, im Gymnasium, Hochschule. Es gibt zufällig dreimal in Folge, ich habe die gleiche Nummer gekriegt, es war 35 und ja, es war gut, es hat mir gefallen und ich habe auch gut gespielt. Also ich habe gedacht, ich glaube, dies kann meine Nummer sein. Und wie gesagt, das war vor Kevin Durant und dann kommt Kevin. Aber ich finde, 35 ist noch eine gute Nummer für mich. Also ich finde, das ist meine Nummer auch. Also 35. Mhm. Als Schwäbisch Essen, oh Mann. Ich denke sofort an Maultaschen und Spätzle und oh, aber Käsespätzle. Ich könnte, leider kann ich nicht so oft essen. Es ist nicht so einfach für die Bauchen, wenn wir so viel trainieren müssen. Aber ich könnte Käsespätzle oft essen. Ausrufezeichen. Ich denke an einen Humber. Es gibt einen Geschickten in Gotha. In Gotha haben wir die Humber gemacht. Und mein Deutsch war zurzeit nicht so gut. Und ich konnte das Wort nicht richtig sagen.
Aber am Ende der Saison könnte ich gut sagen, und das war quasi mein Wort. Also ich muss sagen, ich denke an mein erstes Jahr in Deutschland in Gotha oft von Ausrufezeichen. Viele hat gesagt, ich war Herr, Ausrufezeichen. Also jetzt, ich hoffe, ich sage es jetzt besser. Aber ja, auf die Humba in Gotha ist schön. Ah, toll. Hammer. Man kann merken, immer. Und ich spreche mit anderen Spielern in der Liga. Und ja, ich habe Freunde überall in der Liga, die sagen, man, eure Fans sind sehr gut, immer. Ist egal, das Spiel, wann, sie kommt jedes Spiel und sie sind bereit. Also wir müssen auch bereit sein, weil unsere Fans sind immer bereit. Und sie unterstützen uns, egal. Und ich finde, das ist wichtig. Sie sind da, egal was wir machen. Und ich finde das einfach toll. Ja, und das war es auch schon wieder von Hautnah. Und wir bleiben natürlich alle noch in Derby-Stimmung. Denn am kommenden Samstag geht es hier gegen Ratio Farmulm, gegen den Tabellenführer. Dann hoffentlich sehen wir uns alle wieder hier in der Ludwigsburger MAP Arena. Bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich. Alle Hände hoch für die MAP. Riesenfairness und Respekt ist das, was sie stets bieten, geht üben. Weil sie wie besessen spielen, hautnah mit dabei, wenn wieder die Fetzen fliegen. Alle Hände hoch für die MAP. Riesenfairness und Respekt ist das, was sie stets bieten, geht üben. Weil sie wie besessen spielen, hautnah mit dabei, wenn wieder die Fetzen fliegen. Hautnah wurde Ihnen präsentiert von Pure. Trainiere wie ein Riese. Und D&S Automobile, Ihrem Land Rover Vertragspartner in Ludwigsburg-Asberg. Und Distelhäuser, immer eine frische Idee.